Hallo zusammen, da ist er wieder, euer Metal zum Mix mit einer weiteren Folge vom Terminator. Folge, ich muss blättern, 29, genau. Genau, wir bauen Spritzgussrahmen auseinander und kleben. So wie ich es letztens nicht gemacht habe. Jetzt aber kurz zur Schachtel, Wachtelschachtel. Kommt uns alles bekannt vor. Und ich freue mich irgendwie drauf. Ich kann mich noch daran erinnern, die Baufolge war unkompliziert. Wenn man es denn richtig macht. Ich habe beim letzten Mal vergessen, die Bauteile alle anzukleben. Laut Bauanleitung, weil ich habe gedacht, die halten sowieso, wenn ich den Deckel da drauf mache. Aber man sollte das vielleicht nicht so machen. Na gut, ich habe aber jetzt keine Lust, das Ding wieder auseinander zu bauen. Deswegen bleibt es, wie es ist. Es sei denn, wenn der ganze Kriebel mal fertig zusammengebaut ist, merke ich, ups, musst du vielleicht noch nachkleben. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die Scheibe oben, die macht alles fix. Die Abdeckung. So, jetzt trennen wir erstmal bedenkenlos die Teile aus, die ja wie gesagt schon beim letzten Mal alle einmalig sind. Da kann man nichts falsch machen. Ich zum Beispiel jetzt hier eventuell Clips, was bin ich im Bild? Ja. Puff. Wieder ein schöner Chromrahmen. Also die Chromrahmen stapeln sich langsam hier. So, tun wir mal das Ganze da hochschieben. Packen noch kurz, bevor es zu spät ist, die Schrauben aus. Ah ja, doch, das war Klaubengefummel. Alles dieselbe Schraube, oder? Mal kurz gucken. 28, 9, ja, viermal die gleiche Schraube für das hier. Ja, das mit der Schraube, das war mit der Feder, das war ein bisschen noch tricky, aber das kriegt man hin. Das bekommen wir hin. So, wir sollen noch mal was zusammenbasteln. Show make you do the. Ja, ich lese aber nichts mit Kleber. Ich soll das nehmen und ich soll das nehmen. Oder soll ich das nehmen und dann ist gut. Ja, genau. Ich lese noch mal kurz. Inside to the Dings. Fix to bar together. Jo. Steht nichts mit Kleber. Steht nichts mit Kleber. So, das Ding soll ja hier oben rein. So. Nö. Nö, 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 nö. Das soll hier. Hier oben rein. Muss man nicht kleben. Hält. Ich kleb's mal nicht. So. Und den Restkäse. The next socket part. Sollen wir mit Superglue rein. Alle Teile mit ein wenig Supergülle. Da hier, nö. Das klebe ich jetzt, weil da steht sonst ein bisschen ab. Also wenn ich schon klebe, dann klebe ich das mit.
Das tut mir nicht weh. So. So. Könnt ihr machen wie Nolte. Witwe Bolde. Ich mach's mal. Nur für mich. Ganz persönlich. Lege ich mal ein paar Minütchen weg. So, und jetzt geht das Teilepuzzle los. Da müssen wir noch mal kurz aufpassen. So, da machen wir hier einen Tropfen rein. Zack. Und setzen das ein. Puff. Gucken noch mal. Ja, das Kleine nach oben, das Ding nach unten. Hält nicht. Hält nicht. Kleber ist drin. So. Da unten. Da unten kommt dann das rein. Puff. So. Jo. Da kommt dann das rein. Das kommt hier rein. Genau. Tropfen und rein damit. Zip. Jetzt gehen wir langsam die Klammern aus. So. Und dann haben wir noch. Eins fehlt noch. Kommt das hier rein? Ich glaube ja. Nee, nee, nee. Zielen gucken, zielen gucken. Ja. Ja, probieren. Jo. So. So, und nur so. So. Und dann damit. Puff. Letzte Klammer. Die I have here on this place. So. So sieht. Was ist das denn aus? Eine bunte Krabbe. Aus der Krabbelgruppe. Ja. Fantastisch. Lassen wir mal ein bisschen wirken. Und ich guck mal, ob ich noch was zu trinken finde. Stimme ist schon wieder, ne? Bis gleich. Okay, Minuten später. Was macht mein kleiner bunter Seestern? Ich hoffe, der hält. Oder die Fangarme halten jetzt. Ja, sieht so aus. Das Teil müsste jetzt auch halten. Auch halten, was es verspricht. Lass mal gucken. War das jetzt so rein? War das jetzt so rein? Oder so rein? So rein und so rein. Upp. Ich muss noch mal gucken. Kurz so rein. Na gut. Du kriegst auch noch einen Grümel. Kleber ab. Nicht bloß die Finger. Zack. So, versenkt. Fupp. Das wird jetzt nicht geklammert. Ich werde jetzt drastischere Maßnahmen ergreifen. Ich mache einen Deckel drauf. Ich mache den Deckel drauf. Da kommt ja noch die Feder rein. Gut, also. Jetzt muss ich noch mal zurück, weil die Ausrichtung vom. Ja, das ist egal. Das ist echt egal. Hauptsache. Ja, ich lasse es so, wie es ist. Die Feder kommt rein. Dann müssen wir gucken, dass wir die Platte. Also, Ausrichtung, das da oben.
das nach oben. Puff. Haben wir. Mhm. Dann die Löcher halbwegs übereinander bringen. Die drei Stück mit dem Relief auf der Seite zu dem. Jo. Dann haben wir es. So. Feder ein. Zack. Ein bisschen Geduld mitbringen. Das haben wir ja. So. Wir alten Uhrmacher. So, haben wir es doch. Haben wir es doch mal wieder nicht im Griff. Guckt, dass an der Oberseite, wie gesagt, von dem Deckel die Feder richtig in den Ring reinspringt. Und dann habt ihr kein Problem. Vorab müsst ihr halt gucken, dass das Tiefrelief nach hier zeigt. Und da sind irgendwo noch Klebereste gewesen. Unschön. Unschön. Hm, wo kommt die denn her? Ich habe doch da nichts geklebt. Na gut, die fallen nicht auf. Ich werde das so ausleuchten, dass die gar nicht auffallen. Die Klebereste kann man vielleicht noch wegbrennen. Man nehme einen Bunsenbrenner. Ich glaube, hier brauchen wir einen größeren Schraubenzieher. Schraubendreher. Hm. Ich habe doch da noch einen elektrischen. Moment mal, wie war denn das? Ja, tu mich auch. Ha! Wenn nicht jetzt, wann dann? So haben wir's. Ach, köstlich. Nö, nicht köstlich. Mal ein bisschen größeren nehmen. Nehmen wir doch mal diesen hier. Fupp. Ne, der ist zu spitz. Der ist zu spitz. Der hier. König. Sauer mal. Blöde. Nee. Das gibt's nicht. Och Mann. Ich will nicht mit Handschrauben. Nicht heute. Ja, es sieht so aus. So schrauben. Der hier. Och. Muss auf Schraubenzieher so gehen, das gibt's doch nicht. Scheiße. Mann. Auf der Suche nach dem richtigen Kreuzschlitzschraubenzieher. Dreher. Waren ja wahrscheinlich dann doch die Schrauben ein bisschen schief eingesetzt. Und durch den Druck der Feder hat es nicht gepasst. Schief und Druck. Und ansonsten geht dann doch der stinknormale Schraubendreher. Ja, gerade rein und dann klappt das auch. Hatte die Schrauben ein bisschen verkantet gehabt und schon klappt es nicht. So, das Ding hat jetzt ein ordentliches Gewicht, steht nichts über.
Das vielleicht hier noch ein Stückchen. Dann machen wir aber den. So. Passt. Glatt. So. Jo, eine Oberfläche. Erledigt. Genau. Ja. Oh, kurz vorm Akkuwechsel. Geschafft. Ciao, tschüss, euer Metalstorm, sagt Boy und bin gespannt, wie es weitergehen wird. Tschö. Genau. Ciao. Durchladen. Ich habe auf dich gewartet. Halt ihn mir vom Leib! Ich komme wieder. Was?